Metal-Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Ich komme gerade frisch aus der Dusche und habe mir gedacht, ich werde heute mal, ja, meine Haare sehen tatsächlich ziemlich geil aus, wenn ich aus der Dusche komme. Ich weiß auch nicht warum, das ist irgendwie merkwürdig, aber gut, die sind ja mittlerweile auch relativ lang wieder. Dann kann man sie zumindest, wenn sie nass sind, halbwegs schick tragen. So, heute wieder ein Stullen-Video oder ein Projekt Brot-Video. Wichtigste Zutat natürlich dafür Brot. Im heutigen Fall nehme ich noch Eier dazu. Die Wurst. Normalerweise hätte ich jetzt hier noch Gurken, Tomaten. Habe ich leider beides aktuell nicht zu Hause. Dazu kommen dann entweder noch Mayonnaise oder Remoulade. Das kommt drauf an. Lasse ich heute beides weg. Mayonnaise hätte ich zwar da, nehme ich aber jetzt nicht mit rein. Und natürlich auch eines der wichtigsten Geschichten ist natürlich die Butter wieder. Es ist ja auch ein Brotschneide-Video, Brotstullen-Video, wie auch immer. Dazu habe ich heute ein scharfes Messer und ein stumpfes Messer. Das ist vom Frühstück hier noch. Deswegen ist es vielleicht auch nicht ganz sauber, aber das ist auch nur ein bisschen Butter. So, als Sonstiges, das habe ich jetzt nicht hier bei mir liegen. Braucht man für gewöhnlich auch nicht. Das kann man machen, wie man möchte. Dieses Mal nehme ich gekochte Eier, deswegen sind die auch in so einem Behältnis, weil ich habe so einen Eierkocher. Die habe ich mir allerdings schon heute Morgen gemacht, weil ich schon heute früh zum Frühstück 3 Eier gegessen habe. Deswegen sind es jetzt auch in Anführungszeichen nur noch 5. Ich esse aber auch nicht alle 5, sondern halt nur 2 oder 3. Mal gucken, je nachdem, wie lange es dauert, bis ich satt bin. Aufgrund von Akku und aufgrund von Zeitgründen werde ich das natürlich ein bisschen abkürzen. Ich habe, wie gesagt, jetzt hier schon das Brot, ich habe die Wurst, ich habe die Butter. Das wäre alles kein Thema. Aber die Eier muss ich natürlich erst schälen. Deswegen werde ich aus Zeitgründen ein Ei jetzt schon mal schälen und euch dann zeigen, wie das Ganze funktioniert. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das Ganze schon mal soweit vorbereitet habe. Mit dem Ei geschält. Ich habe jetzt absichtlich noch nicht geschält gehabt, deswegen wollte ich es euch noch zeigen. Und dann muss ich es noch schälen und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir haben jetzt hier das Brötchen, das Brettchen. Das sieht ein bisschen dreckig aus. Das ist aber nur ein bisschen Rinde vom Brot. Ich habe jetzt hier das Ei. Frisch geschält. Ich lege das mal hier eben kurz ab. Dann nehmen wir wie üblich zunächst mal das Brot und die Butter. Butter ist dieses Mal ein bisschen weicher, weil sie dieses Mal nicht im Kühlschrank war. Gott sei Dank, die habe ich hier im Zimmer aufbewahrt gehabt. Das heißt, die ist dieses Mal ein bisschen geschmeidiger zum Schmieren. Finde ich persönlich schon mal ein ganzes Stück besser. Das hat bei Butter immer so ein Problem. Wenn man sobald man Butter ein bisschen weich macht, hat man echt ein Problem damit. So, dann hätten wir hier mal das Brot. Schön bestrichen mit der Butter. Achso, nicht wundern, dass es 2 Scheiben sind. Das ist Absicht. Das ist einfach nur ein bisschen Dekoration, dass es besser aussieht. Kleine Tricks beim Kochen. So, jetzt schneide ich als nächstes das Brot, das Ei in Stücke. Ich nehme dafür heute mal ein Küchenmesser, weil das Küchenmesser sehr scharf ist. Wenn ihr sowas natürlich benutzt und selber vor allem noch minderjährig seid oder so, immer schön darauf aufpassen, dass ihr euch nicht schneidet, beziehungsweise im Fall des Falles, je nachdem wie jung ihr seid, natürlich im besten Fall noch immer die Eltern fragen. Also ich meine, gut, ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch alt genug sind, um mit einem Messer umzugehen, aber ich an eurer Stelle würde keine Küchenmesser verwenden, weil die sind höllisch scharf. Ich benutze es nur deswegen, weil ich im Moment kein anderes scharfes Messer habe. Und tatsächlich habe ich wirklich keine scharfen Messer, ich habe wirklich nur das hier gerade aktuell. So, dann lege ich das mal hier zur Seite. Natürlich habe ich hier wieder eine Unterlage, die schön sauber ist. Die ist extra fürs Kochen gedacht, also beziehungsweise fürs Essen eigentlich. Das ist so ein, ich glaube, die Dinger nennt man sogar Platzdeckchen, oder? Wie dem auch sei. Gut, dann habe ich hier jetzt die Brotscheiben. Normalerweise könnte man jetzt einfach das Ei auf das Brot packen und hätte ein super Eibrot. Also das geht auch ohne. Das mache ich. Ich mache es heute mal mit Wurst, weil ich richtig festspannen will. Ich habe den ganzen Tag noch nicht richtig was gegessen. So, ich nehme in meinem Fall jetzt mal hier so
eine relativ billige Wurst. Normalerweise kaufe ich mir Wurst immer bei meinem speziellen Bäcker, bei dem ich weiß, wo das Fleisch herkommt. Habe ich jetzt heute fürs Video mal nicht gemacht. So, wie viele Scheiben Wurst ihr auf euer Brot packt, ist natürlich jedem selbst überlassen. Ich in meinem Fall packe jetzt mal 3 Scheiben drauf. Und dann verteile ich natürlich noch schön die Scheiben vom Ei darauf. Sehr schön. Je nachdem, wie viel oder wie gerne ihr Ei esst, könnt ihr natürlich mehr oder weniger Eier benutzen. Ich persönlich finde, ich persönlich finde, ein Ei, also ein einziges Ei, passt perfekt auf eine Scheibe normalem Schwarzbrot. Bei uns heißt es Schwarzbrot, ich weiß gar nicht, wie das bei euch heißt. Jemand hat mir auf Snapchat, glaube ich, geschrieben, dass dieses Schwarzbrot bei euch oder bei bestimmten Leuten anscheinend ein Vollkorn-Roggenbrot ist, irgendwie, glaube ich, oder so. Wie dem auch sei, jedenfalls ein ganz, ganz normales Schwarzbrot. Und das wäre jetzt im Prinzip das fertige Gericht. Jetzt kommt normalerweise noch Salz oder Pfeffer drauf, je nachdem, was man möchte. Ich in meinem Fall mache jetzt nichts drauf, weil ich habe jetzt nichts hier. Beziehungsweise es ist jetzt drüben in der Küche. Für das Video brauche ich das ja jetzt auch nicht. Wie gesagt, man kann es noch original schön salzen, pfeffern. Je nachdem, wie gerne ihr die Sachen variiert esst, würde ich euch empfehlen, wie gesagt, vielleicht noch Remoulade. Passt perfekt zum Ei. Vielleicht auch noch ein bisschen Petersilie oder ein bisschen Oregano drüber, also so ein paar Blätter. Kann man auch perfekt dazu essen. Tomaten sind natürlich auf so einem Brot immer geil. Genauso wie ein paar normale Stangengurken. Heißen die Stangengurken? Also ganz normale Gurken halt oder auch Essiggurken gehen beide. Kann man machen, wie man möchte. Ich persönlich mag ja keine Essiggurken, nur ganz selten mal. Für ganz besondere Ideen kann man noch zum Beispiel Champignons drauf tun. Da habe ich auch noch welche da für das nächste Brotprojekt. Ich habe ja, es geht ja um Brot, Brötchen und Stullen. Oder Brot, Brötchen und Toast, glaube ich, habe ich es. Oder Brot, Toast und Brötchen habe ich es genannt, genau. Wie auch immer. Es geht auf jeden Fall um verschiedene Gerichte damit. Und ich habe noch andere Sachen da. Ich habe drüben noch was für eine Abart von. Das werden wir im nächsten Video klären. Muss man jetzt nicht hier klären. Tut mir leid, dass ich wieder so abschweifend bin. Ich versuche mich da momentan zu bessern. Auf jeden Fall viel Spaß damit, wenn ihr das selbst esst. So, ich für meinen Teil genieße jetzt mein Brot. So, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drache, haut rein und tschö, tschö.